Leute, wir sind wieder da. Also, ja, und wir haben hier die Creepypasta gegessen. Geil. So, dann es geht weiter. Ein paar mehr Puzzle, ein paar mehr Sachen. So, hier. Warnung. Hundeheirat. Jo, und wieder ein paar schlechte Dubs von Papyrus und Sand. Okay, erster Gegner. Oh. Ach, oh gosh. Aber das, oh Gott, nee, ich kann jetzt auch nicht viel was essen, als das wir sehen. Also, Icecap und Snowdrake haben dich konfrontiert. Und Jerry. Okay. Dann, Jerry sorgt dafür, dass die Attacken der Gegner zwei Runden länger dauern. Also werden wir zuerst Icecap machen. Snowdrake kriegen wir hinterher so weg. So, ignorieren. So. Und ansonsten macht Jerry Gott sei Dank nichts. Oh, Gott sei Dank. Diese Runde, die hatten noch recht einfache Attacken. So, dann, ich hoffe mal, der hat jetzt einen Scherz schon erzählt, der Snowdrake. So, komm hier. Lachen. Perfekt. So. Oh, jetzt kommt schon eine schwierige Snowdrake-Attacke. Crap. Boah, wie bin ich die mir denn bitte ausgewichen? So, komm. Das größte Problem ist am Weg. Hier die Frage, wo ist dein Hut? So. Dann. Hier, der hat schon seine schwierigste Attacke ausgeführt. Dann ignorieren wir den. So, ja. Ah! Crap. So. Boah, wie viel Schaden das macht. Wir brauchen demnächst mal hier etwas Neues für die Dev. So, und... Bäh. So, und ja, so viel zu... Bäh. Ja, hier, Ditch. So. Ihr und die anderen Monster haben Jerry geditcht, während er weggeguckt hat. Ja, Jerry geht da ganz allein. Das ist immer wieder witzig. So, hier ist dann... Dort ist ein Schalter unter dem Schnee versteckt. Ja, so viel zu diesem Schalter. Der Schalter hat auch noch eine sehr tiefe Story. Die werden wir aber erst im Genocide Run heraus sind, da hier auch auf dem Kanal kommen wird. Direkt nach dem Pacifist Run. So, ja, hier seht ihr noch, wie man darauf hätte kommen können. Ja, sorry, ich habe das Spiel schon durchgespielt. Es gibt Sachen, die ich nicht so blind kann. Hä? Mir keine Vorwürfe. So, und jetzt kommt die Hundeheirat. So. Was ist dieser Geruch? Wo ist dieser Geruch? Wenn du dieser Geruch bist, dann identifiziere dich. Stadtmusik. Hier ist dieser seltsame Geruch. Er macht mich torfsüchtig. Töten dich! Ja, ich hab die Hunde stimmt irgendwie verkackt. Die waren irgendwie was an Papyrus angelehnt. Dann würde ich mal sagen, hier komm. Herumrollen. Du rollst dich im trockenen Schnee. Du riechst jetzt wie ein seltsamer Welpe. Berühre nicht mein Hotdog. Er meint mich. Ah, jetzt habe ich die Voices hier komplett verändert. So, ja, meisterhaft ausgewichen. Oh yeah, so jetzt hier. Die Hunde riechen nochmal an dir. Nachdem du dich im Dreck und Schnee gerollt hast, riechst du gut. Du schmelzt wie ein... Bist du eigentlich ein kleines Hündchen? So. Dann. Die Hunde denken, dass du vielleicht ein verlorenes Hündchen bist. So, und jetzt müssen wir den hier streicheln. Du hast Doggemi gestreichelt. Wow! Ich wurde von einem anderen Welpen gestreichelt. Und was der andere gesagt hat, weiß ich jetzt nicht. Also die andere. Ich glaube, irgendwas in Richtung vom Wegen. Was? Hunde können Hunde streicheln? Das öffnet mir eine ganz neue Welt. Oder so halt. So, hier. Die nochmal streicheln. Du hast Doc Ressa gestreichelt. Ein Hund, das einen Hund streichelt. Amazing! Crap. Oh Gott. Boah. Jesus. Der Verstand der Hunde hat sich erweitert. Du hast gewonnen! Hunde können andere Hunde streicheln? Ah, jetzt sagen die es. Eine ganz neue Welt hat sich für uns geöffnet. Danke, seltsamer Welpe. Und so lebten Doggemi und Rogeressa bis zum Ende ihres Lebens weiter streichelnd. So, ich muss dir kurz mich hier heilen. So. Dann weiter geht's. Oh ja, der Soundtrack vom Spiel ist amazing. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte hier genau jetzt kommen hier diese Rätsel. Oh gosh. Oh Gott, also ich weiß nicht, wie ich ja weiterkommen könnte, das ist schwer. Warte! Wie bist du meiner Falle ausgewichen?
Und... Nee. Falsche Stimme, sorry. Warte! Wie bist du meiner Falle ausgewichen? Und wichtiger! Ist etwas für mich übrig geblieben? Was sagst du, Papyrus, über seine Spaghetti? Ich habe sie übrig gelassen. Wirklich? Wow! Du hast dem Geschmack meiner heimgekochten Pasta widerstanden. Nur, damit du es mit mir teilen kannst. Oh, vielen Dank, Mensch. Meisterchef Papyrus wird dir alle Pasta machen, die du jemals haben willst. Ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt die Stimme getroffen habe, die ich im letzten Episode gab, sorry. Das kam jetzt überraschend, ich musste dich da einfinden. So, was sagt er? Mein Bruder hat eine Sockensammlung gestartet. Wie traurig. Manchmal frage ich, was er tun würde, wenn er nicht so einen coolen Typen hat, der auf ihn aufpasst. Yeah. So. Bah. Mensch. Wie sollte ich das dir sagen? Du hast eine lange Zeit gebraucht, um herzukommen, also habe ich mich entschlossen, dieses Puzzle zu verbessern. Indem ich das Schnee so umgestellt habe, dass sie mein Gesicht aussieht. Traurigerweise hat sich der Schnee am Boden festgefroren. Nun ist ist das Ergebnis anders. Und wie immer ist mein fauler Bruder nirgendwo hier. Ich glaube, was ich sage ist... Keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde das hier lösen. Dann können wir beide weitergehen. Währenddessen fühle ich frei, das Puzzle selbst zu versuchen. Ich werde versuchen, keine Antworten zu geben. So, dann, ich würde mal sagen, wir nehmen hier den mit. Dann nehmen wir hier den mit. Scheiße, ich glaube, ich habe schon verkackt. Ja, okay, jetzt weiß ich aber wie. So. Kack, ich weiß es doch nicht. Das könnte komplizierter werden, als ich dachte. Oh Gott, wie habe ich das nochmal in Erinnerung? Ja, perfekt. Did it. So, das hier ist so ziemlich das schwierigste Puzzle im Spiel. So. Wow, du hast es geschafft. Und du hast es alles ohne meine Hilfe geschafft. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Du musst die Puzzle genauso cool finden wie ich. Gut, ich bin sicher, du wirst dann das nächste Puzzle lieben. Es könnte sogar zu einfach für euch sein. Ding. So. Das Sans. Ja, jetzt kann ich mich auch direkt in seine Stimme einfinden. Nice. Nice, dass du es so schnell geschafft hast. Du brauchst es nicht mal meine Hilfe. Was super ist, weil ich liebe es, absolut nichts zu tun. So. Ah ja, das nächste Puzzle. Ich lieb's wirklich. Wisst ihr... Der Papyrus ist ein Skelett mit Standards. Und das entspricht genau seinen Standards. Und... So, das ist jetzt auch eine Herausforderung. Endlich mal. Hey! Da ist der Mensch! Du wirst dieses Puzzle lieben! Oh ja, das ist mein Lieblingspuzzle. Es war von der großartigen Dr. Elphys gemacht. Die lernen wir noch später kennen. Siehst du diese weißen... Wie übersetze ich das? Fliesen? Sobald ich diesen Schalter umgeworfen habe... Werden sie beginnen, ihre Farbe zu ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Flächen sind nicht passierbar. Du kannst auf die nicht gehen. Gelbe Fliesen sind elektrisch. Sie werden dich elektrifizieren. Grüne Fliesen sind Alarmfliesen. Wenn du auf eine trittst, wirst du ein Monster bekämpfen müssen. Orangene Fliesen haben Orangengeschmack. Die werden dich lecker riechen lassen. Blaue Fliesen sind Wasserfliesen. Schwimm durch, wenn du magst. Aber
Wenn du nach Orangen riechst, werden Piranhas kommen, um dich zu beißen. Und wenn eine blaue Fläche direkt neben einer gelben Fläche liegt, wird das Wasser dich elektrifizieren. Wartet, was war nochmal teils? Oh, ich vergesse das Ganze genau. Lila Flächen sind schlüpfrig. Du wirst auf den zur nächsten Fläche rutschen. Wie auch immer. Die schlüpfrige Seife riecht nach Zitronen, welche die Piranhas nicht mögen. Lila und Blau sind gut. Nun, pinke Flächen sind nun überhaupt nichts. Ah, genau wie das Sans. Geh auf sie drauf, so viel wie du willst. Und wie war das? Hast du alles verstanden? Oh ja, yeah, ich habe mich mein Leben lang schon darauf vorbereitet. Perfekt. Dann gibt's noch eine letzte Sache. Dieses Puzzle ist komplett zufällig generiert. Wenn ich diesen Hebel drücke, wird es ein Puzzle generieren, das noch nie zuvor gesehen wurde. Nicht mal ich werde die Antwort wissen. Yeah, mach dich bereit. Und? Oh. Ich hab Papyrus. Vielleicht beim nächsten Mal. Seht ihr das? So sieht eine Person aus, die ihr Leben aufgegeben hat. So, aber man sieht's. Die roten Flächen sind wirklich nicht passierbar. Das Ding sieht aus wie... Hier werden noch raus und nachher aussieht. Ich werde es euch da mal einblenden. Also, eigentlich Spaghetti von vorhin. Sie war nicht so schlecht für meinen Bruder. Seitdem er begonnen hat, Kochstunden zu nehmen, hat er sich eine Menge verbessert. Ich wette, wenn er dran bleibt, wird er das nächste Mal sogar etwas Essbares machen. Wartet, ich muss hier kurz das Licht anmachen. So. Ansonsten kommt Gaster von hinten und tötet mich. So hier. Sieht aus wie der Körper von einem Schneehund. Es ist der Kaputthund von einem Schneehund. So, oh. Da sind Rosinen drin. Der Typ hier, die sieht aus wie der Bruder von Toriel. Ein Hund ist ja einfach nur so reingerannt, gefüllt mit Inspiration. Es hat versucht, ein Schneehund zu machen, das seine Emotionen ausdrückt, aber... So wie es begonnen hat zu bauen, wurde es immer aufgeregter über die Skulptur. sein Hals wurde länger und länger. Und es hat immer mehr Schnee dazu hinzugefügt, bis... Es war wirklich traurig zuzugucken. Aber ich konnte nicht weggucken. Traurig. Ja, ich glaube, ihr wisst, was für ein Hund das war. Der Lesser Dog. Mit dem Wissen, dass der Hund niemals aufgeben wird, den perfekten Schneehund zu machen. Das fühlt sich mit Entschlossenheit. Also, wenn ich jetzt immer so rausgucke auf den Schnee, ja, es ist bei uns hier noch so halbwegs Winter, und ich dann einen Hund finde, der durch den Schnee wandert, Mann, das fühlt mich auch mit Entschlossenheit. Es gibt nichts, was mich glücklicher macht. So. Da kriege ich direkt das Bedürfnis, die Welt zu retten. So, das hier war schon fast zu easy to me. For me, sorry. So. Ah, die Musik ist super. Das war der Ending Dog. So, oh, hier ist Sans. Was ist los? Ja, hä? Sans sollte gar nicht hier sein. Hier habe ich ihn noch. Was zum. Okay, so habe ich das noch nie gesehen. Das war erschreckend. Oh, jetzt hätte ich ihn fast attackiert. Geh weg von mir. Was zur Hölle? Hä? Werde ich dem? Hä? Undecorate. Stocking? Egal, du hast Chicken Nuggets von seinem Geweih entfernt. Das ist etwas besser. Oh, crap. Okay, dieses Vieh ist hart. So, Undecorate nochmal. So, du hast eine gestreifte Kanne entfernt, die sagt, ich benutze diese kleine Kanne um. Egal. Da ist etwas besser. Jetzt wieder die Attacke, von der wir nicht wissen, wie man der ausweist. Scheiße. Bitte.
Monster Candy. Bitte tu nicht noch immer auf mich drauf. Scheiße. Oh. Ich sag in diesem Kampf hier allein schon öfters Scheiße als in meinem im gesamten Jahr sonst. The fuck. Los, mach schon. Und lach. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. So. Ich bin kein absoluter Loser. Du hast einen kleinen verwirrten Hund. Das Gewicht wurde mir abgenommen. So, und jetzt ist er endlich glücklich. So. What the fuck, okay. Das beweist, dass ich dann teleportieren kann, wie ich euch schon mal erzählt habe. Aber das ist verdammt gruselig gewesen gerade. Hast dich verirrt? Hast du dich verirrt? So, hier bei der Tür. Nee, die ist noch nicht offen. Ja, genau, die können wir erst am Ende des Let's Plays öffnen. I'm sorry, guys. So, das ist der Hidden Room. Das ist eines der Hidden Rooms. Und ja, der Hidden Room ist halt ein Hidden Room. Dafür müssen wir bei den Ach, nö, das werdet ihr noch am Ende des Let's Plays... zumindest am Ende des Pazifisten-Runs. Da werdet ihr es herausfinden. Versprochen, liebe Leute. Versprochen. Oh ja, genau, hier stimmt, genau. Es ist ein Schneehaufen. Und das ist ein Schneehaufen. Das, wie auch immer, ist ein Schneehaufen. Überraschenderweise ist das ein Schneehaufen. Schneehaufen. Ist das wirklich ein Schneehaufen? Achtung, ein Schneehaufen. Da sind 30 Gold innerhalb von diesem... Was ist das? Ja, ich gehe nochmal gerade zurück und speichere und fühle mich mit der Termination. Bis gleich, weil hier kommt jetzt gleich ein Bosskampf. Der, Achtung, ein Schneehaufen gibt euch darauf wahrscheinlich schon einen Tipp. Bis gleich. Dann, Leute, gehen wir zum letzten Gegner, zum letzten Zwischengegner. Endgegner ist ein anderer. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, auf wen es hinausläuft, mit dem Endgegner sind so. Ach, wie süß. Oh, ich würde dich am liebsten schreien. Ja. So. Oh Gott, die Hintergrundmusik. Ich liebe das. Das Ending Dogs Game. So, kommt. Da kann man nicht anders. Da müssen wir einfach mal mit ihm spielen. So, rufen wir mal ran. Du hast den großen Doc gerufen. Es läuft zu dir. Während es in dein Gesicht sah. Bäh. Scheiße. Hauptsache, ich habe mich auch noch. Oh Gott, nee. So, komm. Dann spielen wir mit ihm. Ah, er will noch nicht mit uns spielen. Oh Gott. Ah! Er macht mehrere davon. Kacke. So. Dann hier, komm, jetzt erstmal ihn streicheln. Der große Doc, der große und kugelt sich auf deinem Schoß zusammen, während du ihn streichelst. Es wird er ist so gemütlich, dass er einschläft. Dann wacht es auf. Er ist so aufgeregt. Ja, jetzt können wir mit ihm spielen. Boah, Glück gehabt. Boah, ich schieb das an den Doc-Theme. Es ist einfach so wunderschön. So, jetzt können wir mit ihm spielen. Du machst einen Schneeball und wirfst es für den nun zurückbringen. Er geht auf dem Boden kaputt. Der große Hund holt alles Schnee in der Umgebung und bringt ihn zu dir. Nun ist der Hund sehr müde. Er legt seinen Kopf auf dich. Crap. Ah. Das hätte mich so sehr umbringen können. So. Jetzt müssen wir ihm aber TLCs geben. Streichleinheiten. So, hier. Ja. In dem Moment, wo du begonnen hast, ihn zu streicheln, sinkt sein gesamtes Gewicht auf dich. Deine Bewegung wäre langsam. Oh Gott, scheiße. Aber du hast ihn noch nicht genug gestreichelt. Oh Gott, verdammt. Das ist nicht gut. So. Dann hier, komm, nochmal hier. Fetten. Du hast den Hund, du hast den Hund extremst gestreichelt. Die Haustierkapazität erreicht 100%. Der Hund macht einen Salto, während seine Beine in der Luft hängen. Nee, keine Ahnung, ob es ein Salto ist. Sorry. Ah. Aber wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. So, und jetzt der Hund. Er sieht so lecker aus. Hey, dude, do you think he owns what's up, Doc?
What's up, Doc? I'm fine, Doc. Und kennt ihr den Comic von Undertale? Nee, oh, ich bin allein. Ich bin so allein. Ich guck nicht mal an, wie unhöflich ist das ein... Mensch! Das ist deine letzte und am gefährlichste Herausforderung. Achtung! Das hier ist der tödliche Terror. Der Hund der Ending Doctors. Wenn ich nur ein Wort sage, wenn ich das bestimmte Wort sage, wird es sich komplett aktivieren. Kanonen werden schießen. Stacheln werden schwingen. Was ist nochmal Blades gewesen? Schwerter werden schlitzen. Jeder Teil wird gewaltsam hoch und runterschwingen. Nur die kleinste Chance auf Sieg wird verbleiben. Bist du bereit? Weil ich sage jetzt das Wort. Nun, worauf wartest du? Warten? Was für ein Warten? Ich werde es jeden Augenblick aktivieren. Das sieht nicht sehr aktiviert aus. Nun, diese Herausforderung, es scheint vielleicht so einfach sein, um damit den Menschen zu besiegen. Ja, ich kann diese hier nicht verwenden. Ich bin ein Skelett mit Standard. Meine Puzzles sind sehr fair und meine Fallen sind gut gekocht. Aber diese Methode ist zu direkt. Keine Klasse, überhaupt. Und wer geht es? Oh, Papyrus, du bist so nett. Ja, so sieht's aus, wenn man seinen Feind überschätzt. Worauf guckst du überhaupt? Das war ein weiterer Sieg für Papyrus. Achso, ich dachte, das wäre eine Anspielung darauf, dass wir hier nach unten gucken. Oh, der Papyrus tut mir so leid. So. Also, ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt macht. Wenn ich du wäre, würde ich sicher sein, dass ich blaue Attacken verstehe. Ja, und jetzt sind wir in Snowed In. Willkommen in Snowed In. Ja, das ist eine Mischung aus Schnee, also aus eingeschneit und rein. Ja, also, das bedeutet übersetzt so viel wie eingeschneit. Im Prinzip. Das wird eigentlich Snowed In ausgesprochen, aber das ist halt eine Mischung aus Snowed und In. We are Snowed In. Also wir sind eingeschneit praktisch, wenn die Tür zugeschneit ist. Und davon kommt der Name. Die Aussicht auf eine so freundliche Stadt füllt dich mit Determination. Jo, dann gehen wir mal direkt in den Shop. Oh Gott, wie viel Gold wir haben. Hallo Reisender, wie kann ich dir helfen? Oh Gott, das ist die Hasenstimme überhaupt. Dann holen wir uns mal ein paar Snimmern Buns, brauchen wir nicht. Aber ich würde mal sagen, wir holen ein paar Biscuits und ein Manly Bandana. Jo, komm, wird dringend Zeit. So, Item, Manly Bandana, use. So, und das hier tun wir am Ende, denn damit können wir noch einen Text bekommen, wenn wir die Bandage am Ende des Spiels nochmal gerade anziehen. So, boah, der Platz in der Kiste wird immer kleiner, aber keine Sorge, wir bekommen im Laufe des Spiels noch eine neue. Nein, ich will keinen Glove kaufen, ich brauche es nicht. So, so viel dazu, genug Geld verschwendet. So. Hi, genau, hier können wir auch schon direkt die Shopkeeper-Dialogs machen. Hallo sagen. Du willst also den Chat halten? Naja, willkommen in Snowed In. Ich kann mich nicht daran erinnern, als ich das letzte Mal ein neues Gesicht gesehen habe. Wo kommst du her? Die Hauptstadt? Du siehst nicht wie ein Tourist aus. Bist du alleine hier? Was machst du hier? Du willst wissen, was ich in Snowed In mache? Grillbys hat Essen und die Bücherei hat Informationen. Wenn du müde bist, kannst du ein Schläfchen im Innen machen. Direkt nebenan, meine Schwester leitet es. Und wenn du gelangweilt bist, kannst du draußen sitzen und diese seltsamen Skelette dabei zugucken und wir dir Ding tun. Es sind zwei von denen, Brüder, glaube ich. Sie haben sich eines Tages gezeigt und seitdem ihr Zeug gemacht. Die Stadt wurde viel mehr interessant seitdem. Ach so, nicht, was machst du hier, sondern was kann man hier tun? Die Stadtgeschichte.
Wenn ich zurückdenke an den Geschichtsunterricht. Eine lange Zeit zuvor haben Monster in den Ruinen da hinten im Wald gelebt. Lange Geschichte kurz. Wir haben alle uns entschieden, die Ruinen zu verlassen und sind zum Ende der Höhle gegangen. Während des Wegs hat sich ein kleines Volk dazu entschieden, haben sich dazu entschieden, dass sie Kälte mögen und haben sich dazu entschieden, hier zu wohnen. Oh, und denkt nicht darüber nach, die Ruinen zu erforschen. Die Tür ist schon seit Jahren geschlossen. Außer wenn du ein Geist bist, kannst du nicht unter der Tür durch. Oder dich unter der Tür durchziehen kannst du es vergessen. So dein Leben. Leben ist dasselbe wie immer. Ein wenig klaustrophobisch, aber wir alle wissen, dass die Freiheit kommt, oder? Solange wir noch die Hoffnung haben, können wir unsere Zähne zusammenbeißen. Das kann ich nicht übersetzen, Tag für Tag. Das ist das Leben, oder? Ja, das Leben. Ciao! Komm irgendwann mal wieder. Ich weiß nicht, habe ich jetzt mittendrin ihre Stimme geändert? Oder seine? Ich habe keine Ahnung. So, dann gehen wir noch gerade ins Inn und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Ah! Mama sagt, dass Schlafen dein Leben über die Maximum AP heilen kann. Was ist Maximum AP? Willkommen in Snout Inn. Ja, da haben sie das Wortspiel sogar nochmal aufgefasst. Snowdens Premium Hotel. Eine Nacht kostet 80 G. Hab ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich ihre Stimme wieder verändert habe. Egal. Ja, komm, wir bleiben mal hier. Hier ist ein Zimmerschlüssel. Ja, behalt ihn lieber oder so. Jo. Die Schlafgeräusche einfach. Wir haben langsam gut geschlafen. Hey, ja. Du siehst aus, als hättest du super geschlafen. Was unglaublich ist, weil du nur da warst für so ungefähr 2 Minuten. Hier hast du dein Geld zurück. Du kannst es mir bezahlen, wenn du mal über Nacht bleibst. So, und ihr seht tatsächlich hier, wir haben jetzt 30 von 20 HP. So. Bäm! Ja, und das wär's dann wieder mit der Folge. Wir sehen uns, Leute. Ciao!